Willkommen zurück zum Steam Summer Sale Special. Das hier ist Titel Nummer 2, This is the Police. This is the Police. Wenn ihr das so seht, denkt erstmal an Action, Ballerei und viel Blut und Waffen. Aber weit gefehlt, das Spiel ist ein relativ gemütlicher Titel, der jedoch sehr innovativ daherkommt. Und ich spiele das Spiel gerne einfach mal so zwischendurch, lehne mich zurück, lausche den Jazzklängen und ja, schicke meine Polizisten in der Stadt herum. Warum schicke ich meine Polizisten in der Stadt herum? Ihr seid der Polizeichef und ihr verwaltet eben euren District und eure Untergebenen. Und das Spiel hat auch einen Story-Modus. Der Story-Modus in sich interessiert mich relativ wenig, allerdings ist der gar nicht schlecht gemacht. In der Story geht es im Grunde genommen darum, dass ihr ein Rädchen seid innerhalb der politischen Ränkespiele und aber auch der korrupten Machenschaften, die hier einfach in dieser Stadt namens Freeburg eben unterwegs sind. Und ihr werdet auch später im Verlauf der Story einige moralische Entscheidungen zu treffen haben, die insoweit eben auch sich dann auswirken können auf das Spiel an sich. Und ja, das hier ist immer etwas, was ihr zu sehen bekommt nach einem Arbeitstag. Ihr seht dann ein paar Headlines, ein paar Schlagzeilen der gängigsten Presse in Freeburg. Aber das Wichtigste ist eigentlich das Spiel an sich und das Interessanteste auch. Und da gehen wir jetzt direkt hin. Das ist immer so die Ladezeit. Und hier beginnt es schon. Also wir haben jetzt hier die erste Schicht. Und ihr müsst auch euer Personal verwalten. Sie treten an euch ran, stellenweise mit Wünschen. Und haben auch so ihre Probleme, auch ihre privaten, die ihr dann irgendwo ja, erfüllen könnt oder auch eben nicht ablehnen könnt. Da ist immer die Frage, okay, Life-Work-Balance, wie man heutzutage so schön sagt. Und hier, der Vandal meldet, meine Band spielt auf einem Konzert für kranke Kinder. Kann ich den Tag frei haben? So, jetzt können wir uns entscheiden. Ja, aber kommen Sie morgen auf jeden Fall. Oder nein. Und ich sage, ja, aber kommen Sie morgen. Hier, Stowell, ich bin zu müde, ich kann kaum noch geradeaus gehen. Kann ich nach Hause gehen? Ihr seht hier rechts. Seine Ausdauer ist auch relativ weit unten, wirkt sich auch negativ auf seinen Einsatz. Und ich sage, ja, geh ruhig. Ich habe hier noch genug Leute für die Schicht A. Und die Sterne hier oben zeigen auch so ein bisschen so den Erfahrungswert an, den die Polizisten haben. Umso besser sind sie auch in den Einsätzen. Und da unten haben wir noch Beasley und Moser. Und Beasley und Moser sind beides Detectives. Und ihr habt einmal normale Einsätze, da gehen wir jetzt auch direkt rein, Polizeieinsätze und ihr habt aber auch eben ja, Kriminalfälle, die dann eher in die schwere Kriminalität fallen, wie zum Beispiel eben Mord. Und da setzt ihr eure Detectives ein und das bietet nochmal eine weitere Komponente in diesem Spiel. Und das werden wir jetzt hoffentlich auch noch sehen. Und ja, hier könnt ihr eine Platte auswählen, die dann einfach im Hintergrund läuft und kriegt auf Dauer mehr Platten auch. Die dann so den Tag untermalen. Ihr seid quasi in eurem Büro, legt die Platte auf und ja, verwaltet den Tag. So, wir kriegen eine kurze Information noch von der Stadtverwaltung, die uns auch immer wieder im Nacken sitzt, der wir aber auch irgendwo in gewisser Art und Weise auch immer wieder mal in den Hintern kriechen müssen, damit wir einfach mal auch unsere Forderungen erfüllt bekommen. Das können Gehaltserhöhungen sein und solche Geschichten. Und daher ist das immer so ein kleiner Balanceakt. Also ein bisschen auch eine Sim. So, vor ein paar Monaten ist eine unregistrierte feministische Organisation in Freeburg aufgetaucht. Heute hält sie ihre erste Demonstration ab. Soweit wir wissen, wird die Organisation von ausländischen Sponsoren unterstützen. Ihr Ziel ist es, ihre Leute in wichtigen Ämtern der Stadtverwaltung zu installieren. Die Demonstration könnte in etwas Ernsteres eskalieren und wir müssen den Leuten zeigen, dass wir hier das Sagen haben, etc. So, das ist erstmal eine kurze Info. Die gibt es nicht immer. Das hängt immer davon ab. Und wir haben jetzt hier erstmal die Stadt und kriegen jetzt direkt den Auftrag, hier direkt auch jetzt auf die Demo bezogen, Ausstand. Ungefähr 50 Frauen haben sich im Park versammelt und haben dem Sprechchor angestimmt. Lasst uns erfolgreich sein. Und ja, wir schicken bis zu 4 Polizisten. Wir müssen nicht 4 Beamte schicken. Und ein SWAT-Team auch noch. So, ich nehme Birch. Birch hat wenig Erfahrung. Wir brauchen auch die Leute mit viel Erfahrung.
Und da muss man ein bisschen gucken, dass man sich nicht immer die besten Leute gleich in irgend sowas reinballert. Hier haben wir noch God Bomber, Samadhi und Grant. So, die schicken wir zur Demo. Was haben wir hier? Jack, wir haben ein Problem. Der leitende Staatsanwalt in Freeburg ist seine Frau und es sieht so aus, als wäre sie auf der Seite der Feministinnen. Sie könnten da auf ernste rechtliche Probleme stoßen. Wir gehen besser auf Nummer sicher und fälschen Beweise, um sie vor einer möglichen juristischen Verfolgung zu schützen. Das ist auch sowas. Das ist jetzt der Einsatz zur Demonstration und da ergeben sich während des Einsatzes eben auch Gegebenheiten, über die ihr dann entscheiden müsst. Ihr werdet dann entsprechend kontaktiert und müsst dann entscheiden. So, wir werden die Aufzeichnung eines Telefongesprächs fälschen, indem ihre Beamten sagt, dass er Frauen hasst und nicht abwarten kann, ihre Gesichter in blutigen Brei zu verwandeln. Oder wir werden einen Brief fälschen, in dem die Mafia sagt, dass die feministische Organisation ihren Geschäften im Weg steht und von ihnen verlangt, die Demonstration gewaltsam zu beenden, mit einer Drohung, ihrer Familie was anzutun. So. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, eben je nach eurer Moral zu handeln. Und ich werde nichts fälschen und mich einfach weigern. Und es kann sein, dass das juristische Konsequenzen dann für mich haben wird auf Dauer. So, jetzt ist ein ganz normaler Tag. Hier vergeht jetzt die Zeit. So, und hier haben wir schon Geiselnahme. Geht hier der Notruf ein. Wenn ihr die Zeit verstreichen lasst, dann gibt es ein Problem. Und hier bekommen wir zu kurz noch die Info. Hier hält zum Glück die Zeit an. Demonstration gewaltsam beenden? Nein. Die Stadtverwaltung hat zwar gesagt, wir sollen hier zeigen, ne, wer hier das Sagen hat, aber das machen wir nicht gewaltsam. So. Casey Massa, wen schicken wir jetzt hier auf den Einsatz? Wie viele schicken wir hin? Ist eine Geiselnahme. Ein unzufriedener Klient hat seine Anwaltskanzlei mit einer Pistole betreten. Bla bla bla. Die verschlagene Juden haben mich eingelegt. Die haben mir alles Geld abgenommen und am Ende ist mein Sohn trotzdem ins Gefängnis gegangen. Und jetzt müsst ihr überlegen, okay, wie könnte das ausgehen? Wie schätzt ihr das ein? Brauchen wir ein SWAT-Team? Wir haben aber keins sowieso nicht. Das ist gerade in der Demo. Aber wir schicken jetzt erstmal ein. Ich schicke jetzt zwei Polizisten. Na, ich schicke drei Polizisten und hoffe, dass der nächste Einsatz ein bisschen auf sich warten lässt. Und während des Einsatzes kann es dazu kommen, dass ihr eben wieder eine Entscheidung treffen müsst, wie erschießen und solche Geschichten. Und je nachdem, wie ihr eben handelt, kann das anders ausgehen. Und hier, Brandstiftung, The Last Picture Show. Ja, ihr seht, also ihr habt einiges zu tun. Also so gemütlich ist es nicht, aber es ist auch gemütlich. Es ist nicht stressig. Wenn ich das öffne, hält auch die Zeit an. Und das hier, das ist eine Ermittlung. Ihr werdet immer wieder Ermittlungen führen mit euren Detectives. So, eine junge Frau hat während einer Vorführung einen Brand im Kino gelegt und ist dann geflohen. Ich setze Beasley als leitender Detective ein und nehme noch Moser als Unterstützung mit rein. Und wir lassen sie jetzt erstmal ermitteln. Der Tag läuft. God Bomber, Samadhi Grant und Birch Jr. sind jetzt auch zurück von der Demonstration. Wie das Ganze ausgegangen ist, wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Und hier bekommen wir jetzt schon den Bericht zur Geiselnahme. Wie ist es ausgegangen? Täter gefasst. Beamte getötet. Mazza wurde getötet. Das ist ganz schlecht. Mazza und Robbins wurden getötet. Ich habe dann ein SWAT-Team gehabt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass bei mir zwei Polizisten gestorben sind. Das ist ganz schlecht. Zivilisten unversehrt, das ist ja schon mal was. Das ist schon mal gut für die Presse. Hier, Raub im Rubinovich Casino. Das sind jeweils, wie gesagt, die Notrufe, die eingehen. Ein Geber im Casino hat die Polizei gerufen, nachdem ein Mann mit einer Granate in der Hand hereingekommen ist. Er habe eine Reisetasche auf den Boden fallen gelassen und befohlen, sie mit Geld zu füllen. Okay, schick mal God Bomber, Samadhi und Grant. Ich gehe jetzt einfach auf Risiko. Na gut, ich kann Birch Jr. auch reinschicken. Da nehme ich Grant raus. Ist aber ein Risiko jetzt, nur drei statt vier zu schicken. Vier werden halt empfohlen. Aber ich habe halt eben, die Schicht ist doch jetzt schlecht besetzt. Heute geht auch einiges ab. Hier, Brandstiftung, Ermittlung hat begonnen. Wenn ich es anklicke, kann ich mir das jetzt angucken. Und das beginnt immer damit, dass die Detectives entsprechend erstmal die Zeugen befragen. Kinoleiter, der Vorfall ereignet sich während der Vorführung des Jim Jarmusch-Films Stranger in Paradise. Die Leinwand ist ruiniert, einige der Gäste haben in der Panik leichte Verletzungen erlitten, aber zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt. Ich erinnere mich an eine junge Frau mit rotem Haar. Ich habe ihr noch nach Beginn der Vorführung eine Karte verkauft, obwohl ich das normalerweise nicht mache. Aber sie war einfach sehr nett. Mir ist aufgefallen, dass sie eine Flasche dabei hat, aber ich dachte, da wäre Limo drin. So, ich saß in der letzten Reihe, etc., etc. Dann habe ich die ersten Flammen gesehen und eine brennende Flasche. So. Na, der hat auch nicht viel gesehen. So, als die Leinwand Feuer fing, dachte ich, das wäre Teil der Vorführung. Wissen Sie, was ich gehört habe? Dieser Jim Jarmusch ist ein Geisteskranker. Jim Jarmusch ist tatsächlich ein Filmemacher. Einer seiner bekanntesten Filme ist Coffee and Cigarettes.
Da setze ich zusammen so mit diversen Stars aus Musik, Film, Bereichen zusammen im Café, sie rauchen und unterhalten sich. So, Mr. Armstrong, als das Feuer begann, habe ich mich sofort nach dem Weg nach draußen umgesehen, da habe ich sie entdeckt, diese rothaarige Idiotin, sie ist schnell weggerannt, ich hatte keine Zeit, um etwas zu unternehmen. So. Und eure Aufgabe ist es dann nach und nach dann eben diesen Ablauf festzulegen über die Bilder, die ihr habt. Beziehungsweise ihr habt jetzt hier erstmal diesen Ablauf Anfang und dieses Ende, ne, Film beginnt und hier brennt dann die Leinwand und bekommt dann nach und nach im Rahmen der Ermittlungen weitere Schnappschüsse, die ihr dann in der richtigen Reihenfolge einfügen müsst. Bisher war es nicht schwierig, es könnt ihr eigentlich relativ einfach bewerkstelligen, aber es kommen dann noch auch Ereignisse hinzu, wie dann eben, dass sich dann vielleicht die Mafia einschaltet oder eben sich etwas Neues ergibt. Hier bekommen wir von der Mafia die Nachricht an uns, an den Polizeichef. Heute haben wir im Rubinovich Casino etwas um 12:40 Uhr laufen. Wir wollen doch nicht, dass Polizisten bei der Party stören. Ich denke, 8000 Dollar sollten ausreichend für so eine Bitte sein. Als wir jetzt den Auftrag von bekommen haben mit dem Rubinovich Casino, hätten wir auch eben niemand hinschicken können, aber die Zeit verstreichen lassen, hätten 8000 Dollar bekommen. Das wäre natürlich Korruption und hätten dann entsprechend die Kohle bekommen. Das können wir jetzt immer noch. Wir sind bereits vor Ort. So, die Lage ist ernst, als wir dachten, benötigen Verstärkung. Setzen wir die Polizisten ein oder nicht? Tun wir es nicht, werden wir geschmiert um 8000 Dollar. Und das machen wir jetzt nicht. Wir schicken Samadhi und Birch. Die werden wahrscheinlich draufgehen. Aber wir schicken jetzt noch Grant rein. Stimmt, die drei sind ja schon drin. Die ziehen wir nicht zurück, sondern wir schicken noch Grant rein und hoffen, dass sie das überleben. Die Mafia wird natürlich nicht erfreut sein und wird uns das auch auf Dauer zeigen. So, hier ist nochmal das Ergebnis unseres letzten Psychotests, den alle machen mussten. Und hier haben wir jetzt wieder etwas. Demigonier Constitution 2000er Spielhalle. Und das ist jetzt einfach so ein Nebenauftrag. Da können wir, wenn wir wollen, Polizisten hinschicken. Das ist jetzt kein Verbrechen, sondern wir können Polizisten abstellen, eben um irgendeine Veranstaltung eben zu bewachen oder eben etwas zu beschützen. Und ja, schick mal Trevor. Normalerweise mache ich das nicht, aber jetzt in dem Fall tun wir das einfach mal. Das ist mein bester Mann. Ich habe keine mehr. Zwei sind tot. Drei sind auch im Einsatz. Wenn jetzt wieder ein Einsatz reinkommt, wird das knapp werden. Und ja, so verläuft das Spiel auch im Großen und Ganzen eben die ganze Zeit. Wir können jetzt hier gucken, dass wir irgendwie hier durchkommen, den Tag durchbringen mit dieser geringen Besetzung in unserer Schicht A. Und ja, wenn dann der Tag vorbei ist, gehen die in Feierabend. Schicht B wird dann eben am Abend eingesetzt und wird dann eben die Nachtschicht machen. Und es gibt noch Dinge wie eben die Angelegenheiten, die wir an der Stelle haben. Wenn wir in die Angelegenheiten mal reingehen, kann ich zum Beispiel ins Polizeirevier gehen, sehe dann, wie sieht es in der Schicht A aus, kann dann eben verschiedene Sachen machen. Ich kann zum Beispiel hingehen, könnte jetzt Goldbomber einfach feuern, könnte ihn in den Schicht B verschieben, kann mir Informationen zu ihm angucken, Hintergrund auf Informationen. Ihr erfahrt manchmal etwas über Leute, wie dass sie zum Beispiel notorische Lügner sind, Alkoholiker oder sonst irgendwas, was gerade sehr praktisch ist. Wenn ihr jemand feuern wollt, dann könnt ihr eben auf den Alkoholismus verweisen. Oder wenn jemand ein notorischer Lügner ist und fordert dann freie Tage an, weil sein Hund gestorben ist, könnt ihr das ablehnen in der Regel, weil ihr sagt, er ist ein notorischer Lügner. Das stimmt überhaupt nicht und ich brauche ihn in der Schicht. Dann fällt euch das nicht so schwer. Oder eben für tot erklären. Und schon haben wir jetzt zwei Plätze frei, die wir dann füllen können. Können hier auf dem Arbeitsmarkt gucken. Wer hat sich beworben? Wer ist geeignet für uns als fürs Personal, jetzt für die Schicht A? Und können dann auch eben die Leute einstellen. Haben wir hier Schicht A, Margot Chavez, wunderbar, Professionalität 230. Ist also nicht schlimm unbedingt, wenn die Leute sterben, aber es hat natürlich auch Auswirkungen. Und hier können wir Anfragen an die Stadtverwaltung stellen. Das meinte ich vorhin mit, man sollte die Stadtverwaltung ab und zu mal auch gut stimmen. Und das haben wir jetzt mit der Demo mit Sicherheit nicht getan. Das kann also sein, wenn ihr dann Anfragen stellt, um eben die Erweiterung der Belegschaft anzufragen oder das SWAT-Team zu verbessern oder eine Gehaltserhöhung des wöchentlichen Gehalts zu anzufragen. Kann das sein, dass sie es eher ablehnen, wenn sie mit euch nicht so auf gutem Fuß stehen. Oder eben halt auch doch dann diesem Antrag durchlassen. Wenn ihr das macht, dauert das, bis die Anfragen durch sind. Ihr kriegt dann irgendwann die Mitteilung, Anfrage wurde genehmigt oder abgelehnt.
Und auch hier, Sie müssen zwischen Anfragen an die Stadtverwaltung 5 Tage abwarten. Und hier die Sands. Hier haben wir nochmal eben, das sind im Grunde genommen sind das die Mafia-Kontakte, die wir haben. Und da sehen wir dann, okay, wenn ihr diesen jenes tut, ihr könnt Ermittlungen fälschen oder eben falsche Notrufe, die hier abgesetzt werden, dann Notruffalle, da können wir dann Polizisten hinschicken, da können dann die Polizisten getötet werden unter Umständen, ihr haltet dafür dann entsprechend Kohle. Oder hier, Mafia wird Mitglied des Komitees vor der Anhörung im Büro des Staatsanwalts einschüchtern und könnt dann entsprechend ja, Korruptionsgelder damit erhalten, die ihr dann wiederum aber auch wieder einsetzen könnt. Ne? Also da habt ihr einfach viele Möglichkeiten, was zu tun. Genau. Das hier ist This is the Police. Unscheinbarer Titel. Ist so schon relativ günstig ins Team zu bekommen. Wie gesagt, wenn jetzt der Steam Sale dann anrollt, wird das Ganze mit Sicherheit noch günstiger werden. Und wer Bock auf so eine Art Spiel hat, der möge sich doch einfach mal This is the Police reinziehen. Ich danke euch fürs Reinschalten und es geht weiter mit dem Steam Summer Sale Special. Und da wird jetzt ein weiterer Titel dann auf den Fuß noch folgen. Ich danke euch fürs Reinschalten. Like das Video, unlike es, subt mich und schreibt mir doch in die Comments rein, auch wenn ihr noch irgendwelche Titel kennt, wo ihr sagt, ey, die lohnen sich auch, Leute. Wir nutzen ein bisschen die Schwarmintelligenz und tauschen uns untereinander aus und empfehlen uns gegenseitige Steam-Titel, sodass unsere finanziellen Mittel immer weiter schrumpfen werden und der Sommerurlaub storniert werden muss, damit wir genügend Kohle haben, um unseren Wunsch zu erfüllen. Ich danke euch fürs Reinschalten. See you next time.